Die gestrige Pressekonferenz von Jerome Powell geht in die Finanzgeschichte ein und steht auf einer Stufe mit seiner Pressekonferenz aus dem Dezember 2018 vor 5 Jahren. Damals hat Jerome Powell die Märkte schockiert mit der Aussage, wir machen Bilanzreduzierung auf Autopilot, die Märkte mit einem massiven Abverkauf. Powell dann wenige Tage später oder wenige Wochen später mit einer Wende gesagt hat, habe ich alles nicht so gemeint, habt ihr vielleicht auch falsch verstanden. Denn jetzt hat Jerome Powell im Prinzip eine totale Kehrtwende gemacht und das nicht mal 14 Tage, nachdem er komplett das Gegenteil behauptet hat, nämlich bei seiner Rede zuletzt Anfang Dezember, als er sagte, naja, wir werden die Zinsen länger hochlassen und es macht keinen Sinn darüber zu spekulieren, wann wir die Zinsen senken, sagt er jetzt, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Was ist in diesen knapp 2 Wochen passiert? Ist die Inflation praktisch in den Abgrund gerauscht? Nein, sie war sogar ein Tick höher, die Zahlen, die wir jetzt zuletzt aus dem November bekommen haben. Ist der Arbeitsmarkt explodiert, also Arbeitslosenquote gestiegen? Nein, es ist eher so, dass die Arbeitsmarktdaten besser waren, die Arbeitslosenquote zurückgegangen ist, also der Arbeitsmarkt weiter eng ist und die Fed hat ja 2 Mandate, Preisstabilität und den Arbeitsmarkt. Also eigentlich von der Sachlage her gibt es überhaupt keinen Grund für diesen Pivot, für diese Wende. Was steckt dahinter? Das ist die große Frage. Darüber kann man spekulieren. Eine Geschichte könnte sein, Wahlkampfhilfe für Joe Biden, Fragezeichen, damit die Wirtschaft nicht wieder schön läuft, dass Joe Biden vielleicht ein bisschen bessere Zustimmungswerte bekommt, weil die Herrschaften oder viele Herrschaften, auch Jamie Dimon zum Beispiel von JP Morgan, keine Lust auf Donald Trump haben. Erste Vermutung, zweite Vermutung, naja, er muss es tun, nämlich Paul, weil sonst praktisch die Schulden der Amerikaner nicht mehr tragfähig sind. Schauen wir uns die Gemengelage mal an, aber eins scheint klar, wenn die Fed gestern dovish war, dann dürfte die EZB, die heute dran ist, auch dovish werden. Hier sehen wir mal im Vorfeld das, was Zero Hedge vermutet hat. Ja, wir gehen davon aus, dass die Aktienmärkte Risikoassets erstmal steigen nach dem Statement, weil das so reingekommen ist wie erwartet. Und die Fed eben davon ausgeht, dass die Inflation in 2024 fallen wird, dann wird Paul ein Hawknado über die Märkte bringen, also wird Paul sehr, sehr hawkisch sein. Was ist passiert? Das Gegenteil ist passiert. Am 1. Dezember sagte Paul, es wäre voreilig, über Zinssenkungen zu spekulieren. Gestern sagt er, Rate cuts are something that begins to come into view and clearly is a topic of discussion. Also innerhalb von knapp 2 Wochen plötzlich also doch Zinssenkungen, die noch vor knapp zwei Wochen eben voreilig gewesen sind. Warum, wieso, weshalb? Hier sehen wir nochmal das, was in der Zwischenzeit an Daten reingekommen ist. CPI Inflation stabilisiert sich so im Bereich 3% knapp drüber meistens. Wir haben die Kerninflation mit 4% noch deutlich über dem Zielbereich der Fed. Wir haben die Arbeitslosenquote, die zuletzt wieder zurückgegangen ist auf 3,7%. Und wir haben vor allem Supercore, also die Kerninflation im Bereich Services ohne den Housing-Sektor, eigentlich die favorisierte Kennzahl für die US-Notenbank. Und Paul, und hier sehen wir einen Anstieg von fast 0,5% zum Vormonat und über 5% zum Vorjahresmonat. Also es gibt sachlich keinen Grund, so sich verhalten zu haben, wie es Paul gestern gemacht hat. Das ist eine absolute Überraschung. Das war so nicht zu erwarten. Gestern zum Beispiel sieht man auch, wie sich Paul widerspricht. Wir haben einen langen Weg zu gehen. Niemand erklärte den Sieg über die Inflation. Und dann wenige Sekunden später, we discussed the timing of rate cuts. Also was soll das? Was macht das für einen Sinn? Hier links sehen wir nochmal hier diese Dot-Plots, die ja 3 Zinssenkungen, deswegen sind die Märkte dann schon mit dem Statement der Fed nach oben gegangen, 3 Zinssenkungen erwarten die Fed-Mitglieder im Median. Die Märkte waren von 2 ausgegangen und irgendwie wirkte Paul in der Summe ziemlich wirr. Fahrig, nicht sehr souverän, war sich seiner Sache offenkundig nicht sicher. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der bei sich ist, dass der in sich ist. Rein subjektiver Eindruck, aber hier zum Beispiel dann auf die Frage von Fettflüsterer Nick Timiraos,
Der sagte, naja, damals haben die Märkte antizipiert, dass sie die Geldpolitik straffen wollt. Jetzt antizipieren die Märkte, dass ihr sie vielleicht lockern werdet. Und dann, Paul, solche Aussagen, so I and what I was just say is that we bla bla. Also das war so, wir sind fokussiert auf das, was wir tun müssen. Also so Null-Aussagen, da sehr wirr, sehr hier diese ganze Antwort auf Nick Tim Rounds ist extrem wirr. Da hat er einfach sozusagen wie so ein Algorithmus so Standardfloskeln aneinandergereiht, die in sich gar keinen Sinn machen, was zeigt, dass irgendwas da am Laufen ist. Ich weiß nicht, was am Laufen ist. Auf jeden Fall war das ein seltsamer Auftritt und das vor dem Hintergrund, dass die Financial Conditions jetzt lockerer sind als vor der ersten Zinsanhebung. Das Ganze hat sich gestern noch fortgesetzt. Wir haben die 10-jährige Anleiherendite jetzt bei 3,96%. Und Mohamed El-Erian hatte gestern gewarnt, je länger die Fed sozusagen diesen Lockerungs-Euphorien der Märkte nicht standhält oder nicht Kontra gibt, umso schwieriger wird es nachher. Nämlich die Inflation dürfte wieder anziehen, das Wachstum dürfte wieder anziehen und übergeordnet dann die Finanzstabilität gefährdet sein. Paul hat das Gegenteil gemacht, vielleicht auf Geheiß von Janet Yellen, die derzeit die echte Fed-Chefin zu sein scheint. Aber hier sehen wir, und die sagte, ja, die Inflation geht jetzt stückweise auf 2% zurück. Hier sehen wir damals im September, letzte, also die Sitzung davor, der Fed, tighter financial conditions likely to weigh on economic activity. Und seitdem sind die Finanzkonditionen ja so massiv lockerer geworden. Und das ist das Erstaunliche auch im September, wie die UBS hier zeigt, hat die Fed explizit diese financial conditions als Grund rangeführt, dass man die Zinsen nicht weiter anhebt, weil die ja so rigide geworden seien und praktisch der Fed die Arbeit abnehme. Jetzt hat man überhaupt nicht oder hat Paul überhaupt nicht auf diese deutlich gelockerten financial conditions reagiert. Die Wall Street sagt, die Fed ist, die kümmert sich nicht mehr, how easy the market is, also wie überschwänglich der Markt ist. Die Fed sieht auch keine Rezession. Man geht davon aus, dass Ende 2024 die Arbeitslosigkeit bei 4,1% ist. Genau dasselbe bei 2025, 2026 in einer Rezession wäre die Arbeitslosigkeit sehr, sehr wahrscheinlich höher. Und so ist all das nicht gekommen, was eigentlich zu erwarten war, dass er zumindest versuchen würde, nämlich der Jerome Powell, dieses Mantra higher for longer aufrechtzuerhalten. Es ist nicht passiert, die Märkte haben dementsprechend gefeiert. Und Mohamed El-Erian nochmal, der sagt, also das ist schon eine seltsame Entwicklung innerhalb von 12 Tagen. Und das Problem ist, dass sozusagen damit die ohnehin schon drängelnden Märkte, das ist so wie Kinder an der Supermarktkasse, wie ich immer sage, die drängeln, die quengeln, die wollen Süßigkeiten haben und irgendwann gibt man vielleicht als Eltern entnervt auf, aber je mehr du den Kindern dann immer gibst oder je öfter du dem Drängeln stattgibst, umso mehr wollen sie wieder haben und so ist es jetzt bei den Fed, bei den Märkten auch, die wollen noch mehr Zinssenkungen haben. Und all das dürfte die Inflation wieder nach oben bringen. Ich glaube, das ist ein immens riskanter Schritt, den Paul hier eingeht. Jetzt nochmal Öl ins Feuer zu gießen, anders kann man es wirklich nicht sagen. Und auf Finanzmarktwelt hier Kommentare dazu, was dahinter stehen könnte, ziemlich klar. Nächstes Jahr sind Präsidentschaftswahlen. Da muss die Wirtschaft brummen, andere sagen, ein anderer sagt, die Kurse müssen bis zum Jahresende halten, der Staat braucht die dann fälligen Steuern. Ein anderer sagt, Lügenbaron Paul, falsches Spiel, die USA müssen ihre Aktien-Asset-Preise aufblähen, damit sie im Verhältnis zur gigantischen Verschuldung den Eindruck erwecken, die USA können sich diese Schulden leisten. Und ein anderer sagt, die Fed hat nicht kapituliert, die Fed sieht nur, dass wieder erwarten, das, was sie geplant hat, wirklich so eingetreten ist. Deswegen gibt es keine Notwendigkeit, die Zinsen so lange krampfhaft hochzulassen, bis die Wirtschaft gravierenden Schaden nimmt, wenn das Ziel ja erreicht wird. Also, naja, aber warum kommt dann diese Wende innerhalb von nicht mal 2 Wochen? Diese Frage bleibt dann unbeantwortet. Die Inflation ist ja nicht tot. Sie stabilisiert sich auf niedrigerem Niveau, aber deutlich höher als eigentlich das Ziel der Notenbank ist mit 2%, gerade in der Kernrate 4%. Also,
Was ist das Motiv? Die Fed hat geliefert, was der Markt gefordert hat und hat einen Pivot erlebt, wie mein Kollege Wolfgang Müller hier schreibt, ist das Gegenteil von Dezember 2018. Hier sagt er jetzt Jahresendrallye on Autopilot. Also das ist schon wirklich, über Financial Conditions haben keine Rolle gespielt. Er hat überhaupt keinen Versuch gemacht, hawkischer zu werden. Und James DePore hat es so dargestellt, die Märkte haben eingepreist, dass die Fed die Zinsen substanziell senken wird nächstes Jahr, aber man hat nicht eingepreist, dass die Fed dem zustimmt. Das bringt es vielleicht genau auf den Punkt. Der Grinch hat den Märkten 3 Fed-Zinssenkungen gestohlen. Die Märkte erwarten jetzt 5. Ein Grund dürfte sein für diese Haltung von Paul, dass Janet Yellen mal angerufen hat und gesagt, shit homie, wir haben fast ein Drittel unserer Schulden, müssen im nächsten Jahr refinanziert werden. Wenn jetzt die Zinsen so hoch bleiben, dann wird das eine teure Geschichte. Das sind schlappe 7,6 Billionen Dollar, etwa das Doppelte des deutschen BIPs. Das ist, wäre die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Nur USA und China haben mehr als eben diese 7,6 Billionen. Also, sind es die Schulden? Ist es der Zwang sozusagen, die Staatsschulden irgendwie noch tragbar zu machen? Jedenfalls sehen wir, dass die Dotplots jetzt sich eben den Märkten angenähert haben. Das heißt, die Fed hat kapituliert und sagte, okay, wenn die Märkte meinen, machen wir das und schließt sich jetzt den Märkten an. Die Märkte aber sehen gleichwohl eigentlich ja keine harte Landung der Wirtschaft, weswegen es ja so seltsam ist, dass die Zinsen unbedingt sinken müssen, denn jetzt bei der Inflation werden die Vorjahresvergleiche schwieriger, weil die Latte jetzt immer weiter runter geht. Das heißt, die Zahlen zum Vorjahresmonat dürften dann wieder ansteigen. However, die März-Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung jetzt bei 71%, nur 17%, 17,8%, was die Fed Fund Futures einpreisen, dass die Zinsen nicht sinken. Oder sogar 17,8%, dass bis dahin die Zinsen zweimal gesunken sind, so muss es genauer heißen. Insgesamt preisen die Märkte jetzt knapp 150 Basispunkte ein als Zinssenkung, also 1,5%. Das sind in der Summe also 6 Zinssenkungen, 5 bis 6, so dazwischen ist es derzeit irgendwo. Nächstes Jahr ja Wahljahr, okay, wir sehen jedenfalls, dass der Dollar abgeschlachtet wurde, hier Dollar-Yen. Von 145 kommend, heute Nacht dann teilweise unter 141 gefallen, kurzzeitig. Der Yen ist ja die Tankstelle für zinslose Kredite nach wie vor. Das wird einigen sehr wehtun. Da wird es viele ziemlich hart an den Margin-Call bringen. Und das gilt auch für die Hedgefonds, die gestern einen blutigen Tag hatten, obwohl der Dow Jones sein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis erreicht hat. Hier sehen wir dieses Blutbad. Denn die Hedgefonds sind short im Dreck, also all das, was unprofitabel ist und normalerweise durch Zinsanhebungen eben belastet wird, weil viel Versprechen, viel Hoffnung, wenig Realität. Die Anleger wollen dann, wenn es hohe Zinsen gibt, haben sie Alternativen, denken sich, naja, da muss ich den Schrott nicht kaufen, den ich in Nullzinsphasen gekauft habe. Die Hedgefonds, die also eigentlich hier rational agieren, kriegen mit diesen Short-Positionen massiv auf die Mütze und ihre Long-Positionen, fundamental eher gesunde, gute Unternehmen, die performen jetzt nicht mehr so. Also das war der schlechteste Tag für Hedgefonds seit Juni 2021. Wir haben gestern das größte Kaufprogramm algorithmisch gesehen, seit November 22, die Market Maker vor dem morgigen großen Verfall sind Gamma Long, dass es schon wehtut, absoluter neuer Allzeithoch, dann denke ich, müssen die irgendwann auch diese Absicherungen, die das Gamma ja ausdrückt, wieder loswerden. Die sind also long positioniert ohne Ende, die Dealer, die Optionen verkaufen, ich hatte das mehrfach erklärt. Schauen wir uns mal kurz noch die Wall Street an gestern. Small Caps 3,5%, die anderen so über 1%. Wir sehen, dass die Dickfische bis auf Apple nicht so wirklich toll waren. Tesla war ein dick im Minus, hat es nicht dann noch ins Plus gerettet. Aber kein großes Plus eigentlich bei einer solchen Rallye. Die Privatanleger in den USA sind euphorisch. 51,3% sind jetzt bullish. Bärisch nur noch 19,3%. Also die Saisonalität treibt die Leute in die Märkte. Was soll schon schief gehen? Zumal wir ja unbedingt ein Soft Landing bekommen.
wie immer kurz vor Rezessionen klargemacht ist, oder antizipiert die Fed eine Rezession. Das könnte sein, dass den Leuten schon klar ist, dass es wahrscheinlich jetzt schwieriger wird, weil der Konsument nicht mehr so kann. Heute kommen die Einzelsachen des Umsätze dazu gleich mehr. Jedenfalls der Dow 500 Punkte gestiegen. Aber schauen Sie mal, diese Divergenz an zwischen dem Industrial und den Transports ist nach Dow-Theorie kein gutes Zeichen. Normal müssten die Transportwerte, die ja Frühzykliker sind, anzeigen, ja, der Konjunktur wird es gut gehen. Wenn diese Werte sich gut entwickeln, ja, die sind auch gestiegen, aber nichts im Vergleich zu den Industrials. Wir sehen den S&P 500 jetzt so überkauft wie seit gut 3 Jahren, nicht mehr seit September 2020. Hier sehen wir, wie der Kurs über das Bollinger Band rausschießt. Wir waren im Tief, Ende Oktober waren wir am unteren Ende des Bollinger Bands, jetzt sind wir deutlich drüber. Bob Farrell sagt ja in der Rule Number 4, Parabolic Advances usually go further than you think. Also diese parabolischen Anstiege gehen in der Regel parabolischer, ja, als man denkt, aber sie korrigieren nicht durch eine Seitwärtsbewegung. Das heißt, irgendwann wird dann der Preis bezahlt werden müssen für die Übertreibung. Hier sehen wir das, was heute auf der Agenda ist, vor allem die Einzelhandelsumsätze wichtig für die Amerikaner, 14.30 Uhr. Dann natürlich noch EZB 14.15 und 14.45 die EZB-Pressekonferenz. Über all das werden wir berichten. Also 14.15, 14.30 und 14.45 mal vormerken. Und ja, was wird die EZB sagen? Die hat richtig Druck. Die Industrie im Sinkflug, gestern katastrophale Daten aus der Industrieproduktion. Da sind wir in einem Sinkflug, der Böses erahnen lässt. Wir haben dann dazu noch jetzt dieser Schlag für Konsumenten in Deutschland durch das, was die Koalition gestern beschlossen hat. Heizkosten werden steigen, Autofahren wird teurer, Gas, Öl, alles wird teurer. Und das wird den Konsum weiter schrumpfen, wird die Inflation nach oben bringen, wird sozusagen eine schwächere Wirtschaft nach sich ziehen, höhere Inflation, eine Stagflation in Deutschland. Damit wird die EZB zu kämpfen haben. Was wird die heute entscheiden? Hier mal eine Vorschau. Die Senkung der Zinsen hängt von neuen Prognosen ab. Ich glaube, es hängt vor allem von der Fed ab, was die macht. Erste Empfehlung, aber das ist das, was Sie wissen sollten vor der EZB-Sitzung. Und die zweite Empfehlung, was ist da genau gestern passiert? Warum Aktienmärkte und Goldpreis nach den Fed-Aussagen steigen? Also diese beiden Artikelempfehlungen. Und dann 14.15, 14.30 und 14.45 reinschauen bei die Finanzmarktwert. Ich sage Servus, ciao.